So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Transport Fever 2. Wir haben hier die Maria Zellerbahn fertiggestellt. Jetzt gilt es an den Schiffbau unter Abstellung. Ich habe den Asset schon mal nachgesehen. Hier gibt es keine Assets für 760 mm. Wir müssen echte Sachen abstellen. Und nachdem wir hier keine Oberleitung haben, sondern nur da unten, werden wir hier kurz ein Depot hinklatschen und damit ein Signal steuern, wo die Züge hier reinfahren. Weil die schickt man dann gerade wieder ins Depot rein und lassen die dann so abstellen. Aber zuerst machen wir die allgemeine Deko und hier den Straßenanschluss auf beiden Seiten, also hier und beim anderen Bahnhof, damit es hier gut aussieht. Angefangen mit der Straße da. Ich hätte hier gerne eine normale Straße, habe ich im Timer vergessen. So. Von hier so ein bisschen entlang. Und machen dann hier eine Schleife. Oh nee, wisst ihr was? Es gibt eine eigene Haltestelle für das. Ich weiß aber nicht, ob die schon freigeschalten ist. Nee, aber was haben wir hier? Greyhound Bus Station. Tram- und Busmuseum. Naja, also die Haltestelle, die was ich meinte, die haben wir noch gar nicht. Ist ein bisschen Overkill. Und das sind mal so breite Straßen hier. Das ist vierspurig. Das ist zweispurig. Theoretisch. Ich hab da gerade so eine Idee. Mal gucken, was ist, wenn wir das hier hinbauen? Wir bauen das gerade schon mal auf die Tram aus. Mit zwei Schleifen. Hier so. Sieht denn das aus? Gut, hier ist halt die Industrie, aber es sieht gar nicht schlecht aus. Da. Curry, rot, weiß, gelb. Hatte ich mal Bock auf eine Currywurst. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Okay, und dann hier den Anschluss. Mal schauen, ob wir das hier nur schön hinkriegen. Hier gerade bleiben. Und nun Fußgängerweg. Einspurig. Ne. Was ist denn das kleinste? Kleine Straße. Das sieht aber auch ein bisschen dämlich aus, wenn man das so macht, ne? Man sieht so einen Unterbruch. So könnte man es machen. Müssen wir hier noch eine Deko reinmachen und hier die Straße ziehen wir noch ein bisschen weiter. Wenn hier die Fußgänger hier entlang gehen. Was ist, wenn ich das hier mache? Nee. Und dann müsste das hier angeschlossen sein. Jetzt zeigt mir das aber nicht als angeschlossen an. Haben wir es jetzt mit der Straße nicht erwischt? Ich glaube, wir haben das mit der Straße hier nicht erwischt. Also den Bahnhof. Also so ist auf alle Fälle verbunden. Also jetzt ist
Ja. Und jetzt ziehen wir hier wieder rein. Und jetzt hier den Anschluss. Jetzt? Ah, jetzt ist verbunden. Okay. Einmal alles glätten. Dann machen wir hier noch eine Schleife. Hier noch ein bisschen raus. Ah, das lässt du mich. So aufhört. Okay, Deko. Jetzt kann ich mich austoben. Stellwerk Obladen. Das ist aber ein kleines Stellwerk da. Eigentlich nicht. Stellen wir das nicht hier hin. Oh, Beleuchtung. Zweimal. Das können wir hier gerade bei der Abstellung hinstellen. Einmal hier. Ich denke, das reicht. Dann machen wir hier noch einmal. Das mit Oberleitung. Ach so, am Oberleitungsmasten obendrauf. Aber da haben wir die falschen Oberleitungen dafür. Wenn es das hier beleuchtet. Das könnte man eigentlich auch noch hier machen. Cool, dann haben wir das. Gehen wir weiter. Die Tafel spreche ich mir jetzt bei der Maria Zellerbahn. Zäune wären aber nicht schlecht. Lass mal hier das abzäunen. Ich glaube gerade mit der Kurve starten. Soll ja hier nicht aufs Bahngelände kommen. Dann ist es hier abgezäunt. Und ich würde sagen, auf der anderen Seite machen wir das auch. Hier machen wir noch irgendwie einen Einlass. Jetzt wieder die Kurve. Zum Bahnhof. Dann haben wir das hier eingezäunt. Dann bräuchten wir hier irgendwie noch so einen kleinen Feldweg. Wobei ich glaube, das machen wir mit den Mar-Tools. Da ein bisschen Kies. Dann laufen die da hier so raus. Gut. Erst jetzt schauen wir mal weiter, was wir so pflanzen können. Also wie gesagt, die Wagen, da kann man nichts davon nutzen. Na komm, was sind wieder die interessanten Assets? So, was haben wir hier? Walls, Traffic Lights, Churches, Flex Hauptbahnhof Leipzig, Windpower, Transport FIFA, Decoration
Achso, das ist nur das Logo. Hauptbahnhof Berlin, Ortsschilder, Wegweiser, Stadien. Oh, Stellwerk. Mit Assets. Ein Stellwerk. Lassen wir das mal hier stehen. Wenn wir noch eins sehen, was interessant wäre, wollen wir es auf der anderen Seite hinstellen. Die Beach, Strandkorb, Eiswagen. Eiswagen, wie sieht denn der aus? Könnte man eigentlich hier so hinstellen. Man sagen, das ist ein Eisverkäufer. Zeltplatz. Na, machen wir nicht. Festival Zelt. Big Wheel. Ach du Scheiße. Bierwagen. Ja. Ich würde eigentlich sagen, der steht hier so. Helpert Scheinwerfer. Nee. Okay, was? Mechanisches Stellwerk. Nee, brauchen wir Airsitz. Dann haben wir wieder Lokomotiven. Brauchen wir auch nicht. Zäune. Acken Süd. Jetzt war mal auf die andere Seite. Ach, das ist wieder etwas, was ein bisschen blöd snappt. Ja, du bist hier. Gebäude Assets. Mittleres Hauptgebäude. Industrie, das brauchen wir nicht. Mittleres Nebengebäude. Das könnte man noch hier beim Depot irgendwo hinbauen. Wie sieht denn das aus? Ja, warum eigentlich nicht? Ein Wasserturm noch. Vielleicht für die Dampfloks. Großer Bänke. Oh, die kann man gleich. Ich hätte hier gern Bänke. Ist ein Fußgängerweg da. Okay. Bahnhof. Nee. Das wären auch noch interessante Stellwerke gewesen. Personenassets, Freizeit, Mann. Arbeiter 1. Okay, da könnte man vor allem hier ein paar Leute hinstellen. Arbeiter 2. Große Stewardess. Darf so eine schaffende Person sein. Wo stelle ich dich hin? Stehst du vielleicht da hinten? Und Steinfeger. den stellen wir mal hier hin. Machen wir noch Deko entsprechend. Jäger. Hier brauchen wir ja auch noch Personen. Farmer. Sich da gerade unterhalten. Hier ein paar Leute. Koch. Immer Mädchen. PR-Polizist. Nice. Wir wollen da alle was haben vom Eis. Lifeguard. da müssen wir da irgendwie Grünzeugs oder so reintun. Residential Area. Street Connections aus. Building. Random. SD. Nee.
Wobei, da werden sie vermutlich eh von selber dann bauen. Also das werde ich mal lassen. Hier vielleicht noch kleine Gebäude. Wo macht das Sinn vielleicht? Aber das ist eher Industrie Collision off. Decorations an. Three, 1x1, 1x2. Ich glaube, der AK-Sitz brauchen wir noch. Collision on, Collision off. Wir müssen ja noch hier irgendwo parken, ne? Ich möchte ein bisschen modern hier gehen. Und wo ich gesagt, Parkplatz wäre irgendwo hier. Parken die da mal so. Das ist ein alter Trabi, auch geil. Das müssen wir hier noch angleichen vom Terrain. Ich glaube, ich habe mir hier noch. Bin ich da gar nicht drüber gefahren da? Okay, zurück zu den Assets. Transportation. Was haben wir hier? Lamp. Das. Nee. Rail and. Depot. Nee. Transportation Air brauchen wir alles nicht. Schilder erstmal nicht. Wobei, Science. Nee. Wasserturm. Ein englischer. Hast du da überhaupt rein? Nee, den werden wir da nicht reinbauen. Rayman. Haben wir jetzt schon ein paar platziert. Industry Buildings. Iron. Nö. Boom, nö. Oh ja. Das Gebäude gefällt mir. Wenn sie hier irgendwie Ersatzteile oder so machen, müssen hier der Eingang. Da. Okay, dann darf das aber hier nicht grün bleiben. Wo haben wir den Asphalt? Oh, das ist mal hier so ein hellen Asphalt. Okay, Industrial Buildings. So ein bisschen gut, Steel. Palette Stahl. Kann ich mir ganz gut da vorstellen. Stone? Nee. Sugar. Tools. Das haben sie hier irgendwie alles da. Silber, Steel? Nee. Goods. Logs, Oil Sand. Was auch immer hier drin ist. Gleich macht da mal lassen. Construction, Crude. Oh, so ein Tank. Den werde ich einmal hier hinbauen. Was kann ich hier noch so nutzen? Die Bank, aber die hat wieder eine Kollision. Das ist dämlich. Nichts anfangen. Der Kran ist viel zu fett. Coolhopper. Nee. Okay, Grünzeugs.
Das werden wir gerade mal machen. Und zwar gemischt. Der Größe. Warum kommt jetzt hier so wenig? Ah, jetzt. Darf hier ruhig grün sein. Und das gleiche machen wir auch hier. Aber jetzt einfach mal so drüber fahren. Und dann nochmal anpassen. Okay, was ist zu viel? Das geht eigentlich. Der Baum ist too much. Und hier auf der Straße ist jetzt auch nichts im Weg. Nee. Der vielleicht hier. Und hier ist auch okay. Okay. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr machen, dekomäßig. Okay, dann machen wir jetzt hier mal den Nahverkehr. Gehen wir also auf ländliche Bushaltestellen. Bleibst du hier einmal stehen. Machen wir es gerade für zwei Richtungen. Hier stehen und dann noch mal hier und da, noch da, noch da, noch da. Passt wieder hier rein und dann einmal auf die andere Richtung. Wieso fährt er jetzt hier so komisch? Hat er jetzt hier zweimal. Können wir denn eins bitte? Jetzt sieht es richtig aus. Und das ist dann Mariazell Linie 1. Und das machen wir hier mit dem Bus. Das Busdepot werden wir hier hinbauen. Passagier. 14, 11. Nehmen wir den viermal. Mariazell Linie 1. Können wir eigentlich mal die Zeit laufen lassen. Dann glaube ich, sind wir hier fertig, bis auf die Abstellung. Die müssen wir noch machen. Jetzt mache ich aber den Anschluss da oben erstmal fertig. Außengebäude. Jetzt schauen wir noch mal, was wir hier pflastern. Vielleicht den hier? Drehhound. Bus- und Tram-Museum. Hat es das vielleicht hier? Geht da in eine Richtung. Direkt da am Bahnhof. Schalt öffnen. Sprachauswahl, deutscher Text. Werde ich aber jetzt hier nicht schön reinkriegen, oder? Nee. Müsste ich drehen. Naja, das ist ein blöder Platz. Ich denke, wir gehen mit dem Bahnhof hier. Jetzt werden wir also zuerst die Straße machen. Am Anschluss her. Es wird sogar gehen, dass es da reingeht. Von hier nochmal ein bisschen gerade weiter. Und machen dann hier eine Kurve. Können wir eigentlich gerade hier wieder anschließen. Das kann man sich gerade so ziehen, oder?
und dann den hier Tramgleis hier elektrifiziert. Aber zweispurig brauchen wir das nicht. Alles hier angleichen. Hier wollen wir keine großartige Abstellung machen. Setzt dann nur unten ein Depot. Von den Linien her. Wir haben ja hier schon zwei Linien. Ich glaube, die L1, da lassen wir da reinfahren. Machen wir aber hier noch die Tramgleise. Einmal so, einmal so. Das müsste auch schon reichen. Und Painswick L1, hier von der 2 fährst du dann hier rein, in die 3 und dann hier zur 4. Und bei der 8 fährst du auch zuerst mal hier rein und dann da wieder raus. Ja, okay. Machen wir hier die Linie verwurschtelt. Jetzt hier noch gerne ein bisschen grün. Ja, und dann wird es bald von der Stadt hier umbaut werden. Oh, da wartet schon jemand. So, die Abstellungen. Da ziehen wir uns jetzt ein Gleis raus. Ah, vielleicht machen wir das. Steigung zu groß. Es muss jetzt gar nicht schön sein, weil wir werden das wieder abreißen. Und das Depot da mit der Oberleitung. So, und dann kann er nur auf das äußerste Gleis hier fahren. Und dann versuchen wir ihn hier reinzuschicken. Machen wir hier eine Haltestelle. Habe ich das mit der Haltestelle als 760 mm? Na, das ist ja wieder Normalspur. Sowas haben wir noch gar nicht verbaut. Nice. Okay. Fake-Lokomotive. Tada. Fake. Alle. Fake-Loko. Dann erstmal einen Dampf zu abstellen. Dampf. Ja. Passagier. Da kommen wir 6 Millionen, den da mal. Und du fährst jetzt mal auf die Mariazellerbahn. Weil es muss erwarten, bis der hier vorbei ist. Moinsen! Jetzt passt es auch mit den Frames. Sehr gut. Ah, was wir jetzt noch machen? Die Signale hier, machen wir alle Einbahnverkehr. Weil dann kommt er nicht auf die Idee, hier reinzufahren. Sondern möchte jetzt dann hier rein. Und hier, wenn wir Einbahnverkehr sagen, Einbahnverkehr. Weil dann muss er dann hier reinfahren. Auf das oberste. Und dann will er da quasi rein.
Okay. Jetzt sollte er hier rausfahren. Und dann nehmen wir jetzt Reparierzellabstellung. Eins. Du möchtest jetzt ins Depot fahren. Die historischen Reparierzellerbahnwagen da. Das wird teuer werden, die Abstellung. Jetzt im richtigen Moment anhalten. Gut, irgendwann könnte man ja mal auf die Strecke schicken. So ist ja nicht, ne? Okay. Das wäre das. Dann brauchen wir gerade schon den nächsten. Können wir hier kurz passieren. Fahrzeuge. Ich würde gerne auch noch meine Diesel-Lok. Zwei von denen. So eine kleine Dieselparade. Cargo für 760. Kaufen. War die Erzählerbahn. So. Und nachdem das Gleis jetzt hier belegt ist, machen wir das hier auf. Bahnverkehr. Lassen ihn da wieder fahren. Ah, scheiße. Umdrehen bitte. Jetzt habe ich nicht gesagt, dass wir ins Depot fahren. So, wenden ins Depot. Dieselloks mit ein paar Güterwagen, historische Wagen. Und dann. Jetzt ist die Frage, ob wir hier auch was Elektrisches abstellen können. Mit der Fake. Warte mal. Fake Loco am Anfang. Und jetzt hätte ich gern elektrisch. Die ein Loks hier. Wo sind sie denn jetzt? Hä? Bin ich jetzt doof? Da sind sie. Zwei von denen. Ach, Fake-Lokomotive. Ah. Immer gerade von denen ein paar. 1, 2, 3, 4. Und Personenwagen. Aus der modernen Ära. Auf die Mariazellerbahn. Schauen wir, wie das jetzt gleich aussieht. Nice.
könnte jetzt aber zu lang sein. Mal kurz pausieren. Du musst jetzt hier auf das Gleis. Einbahnverkehr, ja. Einbahnverkehr, nein. Und jetzt fährst du bitte ins Depot. Nein, nicht in das. Ja, kein Weg elektrisch. No. Ich hab's noch fast gedacht, dass das passiert. Wie könnte ich da jetzt schummeln? Wie gehe ich denn da jetzt rein? Eigentlich gar nicht. Ja, da werden wir den... ich werde mal was probieren. Ich werde die jetzt mal hier entfernen. Wir haben hier nur die Fake-Loco. Die kommt aber auf alle Fälle da rein. Warum hast du jetzt keinen Weg? Also auf das Gleis müsstest du ja... Ach so, na, der kommt hier gar nicht rein. Außer wir machen das da. Ah, wäre es dann doch elektrisch gegangen. Jetzt haben wir uns hier die Fake-Lokos nochmal holen. Flügel Fake. Machen wir das mal so. Sind sie jetzt hinten, aber ist ja egal. Naja, so kann er ins Depot fahren. Das heißt, die Zuglokomotive, auf die kommt es dann drauf an, was die kann. Das sieht ziemlich falsch aus. So, komm, speichern nochmal. Bitte fahr jetzt richtig. Und bitte sei jetzt nicht zu lange. Das sieht gut aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, schon mal ein bisschen bremsen. Okay. Zellabstellung 3. Sieht es aus, dann haben wir jetzt eben hier die paar Wagen. Hier Loks. Theoretisch können dann hier noch was rausfahren. Jetzt könnte man eigentlich hier noch ein paar Personenwagen abstellen. Das werden wir machen. Fahrzeug kaufen, Passagier, was Modernes. Das waren jetzt die, was wir hatten. Oder was anderes. 67, die da. Spantenwagen. Mit Zugführer, Zugführerabteil. Jeder Sitze. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, dann brauchen wir noch die Fake. Klicken wir mal auf die Maria Zellerbahn. Und dann hätte ich gern, mal kurz pausieren, dass du hier auf das Gleis einfährst. Das machen wir als Einbahnverkehr. Das dann dürfte jetzt hier nicht mehr reinfahren. Ah, das sieht noch witzig aus. Und du fährst ins Depot bitte.
Dann hätte man das auch mal gemacht mit der Abstellung. Denke mal, dann wieder hier bei der ersten Kreuzung reinfahren und dann runter. Ja, bin zufrieden. Oh, da kommen schon die ersten Leute. Oh, da steht schon viele. Oh Gott. Können wir gerade einen zweiten Zug auf die Strecke schicken. So, fahr bitte weiter rein hier. Ah, schon mal ein bisschen bremsen. Ich will nicht, dass er wirklich ins Depot reinfährt. Gut, da hätte man es eigentlich ja von dem Depot aus machen können. Gut, da stehen hier ein paar Personenwagen. Rehrzell Abstellung 4. Theoretisch können wir die dann auch wirklich nutzen. Ja, wir haben jetzt schon 65 Leute. Wir sind schon. Also viel kann der Bahnsteig hier gar nicht. Wir sind hier aufgeteilt. Hier geht es als wie ein Haltepunkt hier und hier. Gut, von der Mariazellerbahn 1 und zu kostet nur 5 Millionen. Hätte ich gerne einen zweiten. Der. Warum schickt er jetzt den von da weg? Ah, das ist jetzt dämlich. Ab ins Depot. Komm, umdrehen. Okay, das ist jetzt ein bisschen ein Fail. Zug 8. Lösch. Ah, warte mal, bevor ich ihn lösche, wie lang warst du jetzt? 98 Meter maximal. Okay, dann machen wir das händisch. Gehen wir das Fahrzeug verkaufen. Ich hätte jetzt hier das mittlere Depot gern. Hätte ich gern einmal dich und einmal dich. Was ist hier? Fahren wir da mit unterschiedlichen Wagen. Sind die anderen jetzt? Die fahren nur 45. Das wäre noch langsamer. Ja, dann machen wir das nicht. Hat man beim. Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, das sind braune Wagen. Dann machen wir hier die da. Subteil hinten. Ups. Subteil hinten. Zweite Klasse. Ich glaube, das war schon zu viel. Elektrisch. Einmal dich. Was mache ich denn? So, ja, das ist schon zu viel. 98. Ab mit dir auf die Mariazellerbahn. Schauen, wie das aussieht. Sehr gut. Wo ist denn der andere Kollege? Ah, der ist gerade auf der Einfahrt. Oh, jetzt ist es doch schon 90. Wir verlieren Leute, weil es kein Platz haben. 73 passen da rein. Ich glaube, wir werden einen dritten Zug noch mit reinschicken. Was ich das jetzt hier gespeichert? Fahrzeug kaufen. Moment noch was. Wir könnten auch noch meine Diesellok rausschicken. Die fährt aber nur 40, du fährst 50. Warum eigentlich nicht? War noch eine andere. Ja, dich da. Du fährst sogar 60. Hm,
Ja, der holt uns ja in die anderen Züge da rein. Ne, das machen wir nicht. Wir machen es mit den beiden. Gespannten Wagen. Du fährst halt nur 45. Das ist doof. Eigentlich mit was anderem fahren. Die fahren auch nur 40. Ja, die könnten 60 fahren. Die alten da. Als Schlusswagen. Wecker für Zugspitze. Wir machen hier mal dritte Klasse. 1, 2. Zweite, dritte Klasse. Zweite Klasse. Das ist ein für die Zugspitze. Interessant. Aber wenn wir die Lok mal hier nach hinten machen. Ich will einfach nur mal schauen, wie das... Wieso kann ich dich nicht auf die Maria-Zeller-Bahn schicken? Achso, jetzt. Gut, der ist jetzt gerade angekommen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Ach, ist das jetzt so quasi ein Steuerwagen? Interessant. Weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber gut, dann haben wir noch den Kollegen, der hier unterwegs ist. Cool. Wie viel haben wir hier? 47. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal ein paar Mal hin und her fahren. Und dann wird es schon. Also hier mal jetzt ein Zug, der zweite. Da ist der dritte. Könnten wir jetzt noch ein bisschen pausieren, dass sie ein bisschen auseinander sind. Aber ich glaube, das mache ich offscreen. Dass da ein bisschen Distanz dazwischen drin ist. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal hier mit Transport Fever.